Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen weiter FTL. In der letzten Folge sind wir hier in diesen Sektor gesprungen und ich glaube, wir haben zuletzt sogar noch ein bisschen den Reaktor verbessert, was uns die Möglichkeit gegeben hat, sowohl die Schilde hier komplett aufzuladen, auf zwei Schilde insgesamt, und beide Waffensysteme, die halt irgendwie geil sind, weil dafür haben wir eh nicht genug Energie und Kohle, und die können wir jetzt auch noch gleichzeitig quasi bestromen und das sind wir sehr, sehr gut. Leider hat uns ja Fu sehr früh verlassen in diesem Abenteuer und wir sind nur noch zu zweit und das ist ein ganz schön großes Problem. Wir haben nur 14 Tacken und sind ja doch ganz schön mitgenommen. Wir haben quasi nur noch 2/3 unserer Höhlenenergie und wir haben nur 3 Sprit. Das wird sehr, sehr, sehr eng, die ganze Geschichte. Ich glaube, diese Folge hier wird nicht ganz so lang sein, aber lass uns doch mal schauen, was passiert, wenn wir springen. Hier ruft wohl jemand um Hilfe. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, du. Okay, was ist hier los? You arrive at the beacon and immediately detect a pirate ship. It seems this distress beacon was a trap. It was a trap. Wer war das? Admiral Akbar, richtig. Star Wars, ihr wisst schon. Okay, das Ding wird uns jetzt töten. Soll ich mal erklären, warum? Mach ich einfach mal. Pass mal auf, Freunde. Das Ding hier hat 2 normale Schilder und nochmal so ein extra super mega Schild, was halt Raketen abhält. So, dazu kommt, okay, sie haben keine Drohnen, aber das macht nichts, denn so sind sie schon schlimm genug. Wir haben nur 2 Leute auf dem Boot. Wir haben nur 2 Leute auf dem Boot, das ist der Fischkopf und das ist die Honeyblume. Wir können den Fischkopf, können wir ja auch mal hier ins Waffensystem, oder wir schicken den zu den Schildern, Honeyblume zu den Waffen, dann geht das schneller. Die sind schon aktiviert, sehr gut. Okay, das heißt, was machen wir als erstes? Schießen wir Raketen los, um diese Außenhülle kaputt zu machen? Ja, ne? Und ich glaube, wir sollten alles auf die Schilder schmeißen. Ah, der hat 3 Waffen, Leute. Der hat 3 Waffen. Wir sind tot. Ich schieße mal mit den Lasern hier drauf. Die Rakete wird eh an der Außenhülle zerschellen. Und wir gucken mal, was passiert. Oh, shit. Oh, mein Gott. Bitte betet für uns. Ich hoffe, Fu schaut auf uns herab. Von einem besseren Ort. Oh, gut, dass wir 2 Schilder haben übrigens. Das hilft uns sehr. Guck mal, jetzt sind noch beide Schilder aktiv. Wieso das denn? Naja, gut. Ich find's geil. Ich find's geil. Okay, nächste Rakete. Wir haben das hier, glaube ich, noch nicht mal zur Hälfte abgesägt. Ne, nicht O2. Nicht O2. Hier, Schild und nochmal aufs Waffensystem. Obwohl wir das, glaube ich, nicht treffen werden. Wir müssten mit 2 Schüssen die Schilder beide treffen. Und mit dem 3. quasi das Waffensystem. Okay, aber das Raketenschild ist kaputt. Wir können jetzt mit den Raketen auf das Waffensystem zielen. Und da der Fischkopf hier so... Ah ja, sehr gut. Wir haben es sogar beschädigt. Sehr gut. Weiterhin draufballern, bitte. Bams. Nochmal gut. Dann lass uns doch jetzt nochmal eine Rakete draufballern. Und mit dem Laser... Oh yeah! Alright, you win. Here's some equipment from our stores. Leave us alone. Okay, die geben auf. Und geben uns Shit. Ist das genug Shit? Sollen wir... Ja, komm. Wir wollen jetzt nicht noch mehr Raketen ausgeben. Das Ding hat 2 Schilder. Wir müssten mit Raketen vorgehen. Aber das möchten wir nicht. Wir nehmen einfach hier die 4 Raketen. Ein Drohnenteil und 19 Tacken. Haben wir 33 Tacken. Und hoffen auf einen Laden, wo wir jetzt mal demnächst uns ein bisschen heilen können. So, Fischkopf wieder nach vorne. Honeyblume zum Schildbereich. Ich war nicht so schlau, als ich das gemacht habe. Weil, ihr wisst ja, Honey hat ja schon eine Weile hier drin verbracht. Und so, umso länger sie da drin war... Je länger sie da drin war, desto spezialisierter ist sie auf diesen Bereich. Und wie man hier sehen kann, ist die grüne Leiste schon so ein bisschen vorangeschritten bei ihr. Sie hat sich da schon ein bisschen spezialisiert. Deswegen sollte sie auch nichts anderes machen, als in diesem Schildraum, solange das geht. Fisch ist ganz gut im Reparieren, sonst kann er gar nichts. Wie im echten Leben, ne? Nur, dass er im echten Leben auch nicht reparieren kann. Okay, weiter. Ich bin sehr gespannt. Wann wir endlich sterben? Wir werden sehr bald sterben, Leute. Wir werden sehr bald kaputt gehen. Guck mal, der hat zum Beispiel auch schon wieder 2 Schilde. Und der kann teleportieren. Das heißt, wir haben gleich bei uns auf dem Schiff sehr, sehr wahrscheinlich so 2 bis 5 Aliens, die uns alle aufessen werden. You notice a flurry of laser fire glanced by the port window. The Mantis are upon you. Oh, oh, oh. Okay, oh, wir sind tot. Wir sind tot. Ich mache nochmal schnell Pause. Guck mal, der hat auch noch 3 Waffen und 3 nicht gerade schwache Waffen, wie es aussieht. Okay, aber er hat nur ein Laserschild.
Ein Laserdoppelschild. Das heißt, wir könnten mit der Rakete... Was machen wir jetzt mit der Rakete? Was machen wir jetzt mit der Rakete? Gehen wir auf die Waffensysteme, damit er uns nicht abballert? Gehen wir auf das Schildsystem, damit wir mit dem Laser auch was anrichten können? Gehen wir auf Sauerstoff? Ich glaube, da wäre der Vorteil, dass dann vielleicht seine Leute zurückporten würden auf sein Schiff, um das Ding zu reparieren. Das wäre natürlich interessant. Andererseits glaube ich, dass die Leute da auch gebraucht werden, wenn ich was anderes kaputt mache. Deswegen würde ich jetzt eher... Ich glaube, ich gehe auf das Schild. Weil dann können wir mit dem Laser danach lockerlässig die Waffensysteme kaputt machen. Erstmal gucken, wie viele Aliens kommen. Einer nur? Geil. Okay, sofort beide da rein. Komm, mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Sogar auch noch hier im Hospital. Da wird er quasi gleichzeitig geheilt. Und wir haben ja ein Doppelschild, das uns gerade den Arsch ein bisschen gerettet hat. Was macht der Laser jetzt? Oh, shit. Okay, pass auf. Folgende Situation. Wir haben die Schilde beschädigt von dem Gegner, von dem Freund. Und die haben aber unser Sauerstoffzelt, wollte ich gerade sagen, unsere Sauerstoffsysteme hier kaputt gemacht. Das heißt, langsam verlieren wir jetzt Sauerstoff und der wird nicht nachproduziert. That's the problem, you know. Aber das Ding ist ja eh gleich tot, deswegen ficken wir Ship-Cop jetzt. Alter, was ist denn los? Deswegen ficken wir Fischkopf jetzt von hinten. So. Nein, wir schicken ihn darüber zu den Sauerstoffsystemen. Der kann die reparieren. Der ist ja ganz gut im Reparieren. Und währenddessen... Genau, Honeyblum kümmert sich um das Alien. Und währenddessen ballern wir noch eine Rakete auf deren Waffensysteme. Dann können die hier nichts machen. Oder sollen wir vielleicht... Komm, alles auf die Waffensysteme. Komm. Komm. Stirb, du Drecks-Alien! Ich dachte, das wäre schon gewesen, aber nein. Geil. Geil! Okay. Honeyblum soll sich nicht langweilen. Warte mal, die Rakete hat getroffen. Scheiße. Und wir haben hier ein Leck! Wir haben ein Leck! Umso wichtiger, dass Fischkopf jetzt hier diese Sauerstoffgeschichte repariert, weil sonst sind wir richtig kacke Arsch am voll verlieren. Was ist denn hier passiert? Die Rakete hat deren Waffensysteme getroffen und die Laser auch. Sehr gut. Okay. Das heißt für mich, wir gehen jetzt hier weiter auf die Schilde. Und reparieren hier natürlich. Wir schicken Honeyboom zu Fischkopf, damit die hier beide das Ding reparieren. Damit das schneller geht. Es ist repariert und dann schicken wir sie beide hier rein. Hier ist jetzt kein Sauerstoff drin. Das ist ein Problem. Weil das Leck halt den Sauerstoff entzieht nach draußen. So, hier haben wir auch ein Problem. Jetzt müssen wir hier wieder auf die Waffensysteme gehen. Sonst macht er noch mehr hier kaputt. Die Raketen von ihm sind sehr, sehr stark. Okay, eigentlich müsste ich die Leute jetzt mal heilen. So, warte mal. Er hat wieder zwei Schilde. Das nervt mich. Und wir müssen wieder auf die Waffensysteme gehen. Okay, die beiden mal hier heilen. Okay, wir haben ihn, yeah! Puh, harter Kampf, Leute. Ganz schön harter Kampf. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so souverän hinbekommen. Wir haben zwar ordentlich ein bisschen Schaden gefressen. Ordentlich ein bisschen, ist auch super formuliert. Aber ihr seht es ja selbst, ja. Wir haben fast nur noch Hälfte unseres Lebens, Hälfte der Hüllenenergie. Es ist nicht gut, es ist nicht gut. Das Schiff explodiert, bla bla bla, und es lässt uns eine Rakete, ein Drohnenteil und 37 Tacken. Okay, wenigstens hat es uns ein bisschen Kohle da gelassen. Leute, wir haben jetzt 70 insgesamt. Sollten wir jetzt einen Laden finden, und darauf hoffe ich sehr, können wir uns ganz schön gut reparieren. That's good, that's what we like, and so on, you know. Und, genau. Und dann können wir uns demnächst irgendwann mal vielleicht Drohnen leisten. Jetzt ist die Frage, wir bräuchten eigentlich noch einen Mitarbeiter. Oh Mann, ey, man hat so wenig Geld. Ich glaube, in Zukunft spiele ich auf Easy, weil da kriegt man mehr Zeug. Und ich glaube, das ist kein Grund, mich anzuschreien, weil das Spiel ist echt schwer. Ja? Und ich kann nicht immer noch rausreden mit der Ausrede, dass ich da die Errungenschaft haben will, wo man halt auf Easy den Boss schafft. Ja? Ich will den... Und insgeheim denke ich mir, ich will ihn nur einfach mal gesehen haben, diesen Boss, den es geben soll. Von dem ich nur gehört habe. Okay. Honey hier rein. Und wir reisen weiter. Ich habe echt Angst. Also ab jetzt können wir eigentlich nur noch verlieren. Was bedeutet eigentlich blau und gelb? Achso, gelb ist noch nicht gevisited. Wir könnten hier noch hin.
Aber ich will mich so langsam entfernen vom linken Rand hier, deswegen lass uns mal hier hinfliegen. Da ist auch viel los. Da ist die Chance größer auf den Laden, auf den Store. Was? Derelict? Wie wird das ausgesprochen? Derelict? Derelict. A derelict and still smoking mantis vessel floats by. The battle must have been recent. Its surviving crew beam on board. Prepare for a fight. Okay, da ist also, ich übersetze kurz, da ist so ein Mantis-Schiff am rumfloaten, ja, und das scheint irgendwie gerade in einem Kampf gewesen zu sein. Es kann wohl anscheinend nicht mehr angreifen, aber die Crew portet sich zu uns rüber und will gegen uns kämpfen. Das finde ich nicht gut. Ach du Scheiße. Es sind auch noch zwei. Lass uns mal beide Leute hier abziehen. Ah ne, dann machen die das hier kaputt. Okay, beide da rein. Beide da rein. Wir müssen die auf die Schnauze hauen. Wie stark kann schon so ein Alien sein? Oh, sehr, sehr stark. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, die heilen sich aber nicht währenddessen. Und das kriegen wir schon noch. Das kriegen wir schon noch repariert. Kein Problem. Kein Problem. Wir müssen uns nur kurz heilen. Nur kurz heilen. Okay. Ach, ich bin gar nicht im Heil. Sag doch was, Leute. Ich bin jetzt im falschen Raum. Okay. Hau ihn auf die Schnauze. Hau ihn auf die Schnauze. Bitte, bitte, bitte. Oh, wie schwach wir sind. Wie schwach wir sind. Okay, heilen, heilen, heilen. Schnell, schnell, schnell. Hä? Oh nein, die Türen sind wieder normale Türen. Okay, wenn jetzt irgendwas brennt, ne? Wenn jetzt irgendwas brennt. Hauen, hauen, hauen. Okay. Die Taktik ist noch eine gute Taktik. Noch ist das eine gute Taktik. So, jetzt müssen sie sich schnell genug hier wieder aufheilen. Oh, shit. Oh, shit, bitte. Bitte nicht. Oh. Oh. Alter. Okay, Leute, knappe Kiste. Das war eine ganz schön knappe Kiste, du. Mann, 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 Mann. Okay, wir müssen auch noch das Cockpit reparieren. Und, ja, ich überlege, ob wir vielleicht ein bisschen was investieren hier ins Schiff. Was wollte ich nochmal, wofür wollte ich nochmal Geld ausgeben? Ach so, hier genau, dafür. Dass wir uns doch ein bisschen schneller heilen, ne? Ich hatte ja im letzten Video, hatte ich gesagt, schneller heilen brauchen wir gar nicht. Aber jetzt gerade die Situation hat gezeigt, es kann doch helfen, wenn man schneller heilen kann. Aber ist ja nur sehr speziell, ne? Es ist ja nur sehr speziell. Wobei, wir haben ja zwei Schilde. Das, also was uns jetzt sehr, sehr gefährlich werden könnte, wäre halt, wenn Leute sich zu uns porten. Wir sind viel zu wenig Leute. Das heißt, wenn wir uns zurückziehen in den Heilraum, hätten wir eventuell eine Chance, dort einen Kampf zu gewinnen. Komm, wir machen das jetzt. Ich überlege nicht so lange, Kopf in Nacken und so. Und was könnten wir noch machen? Was könnten wir noch machen? Ah, okay, das könnte auch hier das Ding. Da müsste nicht... wir könnten quasi auf Autopilot schalten. Und das Cockpit müsste nicht mehr besetzt sein. Das ist eine sehr, sehr hilfreiche Geschichte. Allerdings möchte ich das Geld sparen, für wenn wir gleich einen Laden finden, damit wir uns ein bisschen heilen können. Also reparieren können, ne? Okay. Das Schiff läuft wieder. Honey. Ab in den Schildraum, bitte. Und wir springen. Oh, cool. Wir haben keinen Sprit mehr. Kacke. Wir müssen warten. Und da sehen wir links die Rebellen ankommen. A ship approaches. Say hey, you saying, you need some fuel? We'll prepare to dock to help. Geil. Die wollen uns helfen. Die wollen uns helfen, aber die wollen andocken dafür und uns einen Sprit geben. Das könnte eine Falle sein. Das könnte eine Falle sein, verdammt. Okay, wir nehmen es aber trotzdem an. As they approach, you detect the weapons powering up. Shit. Ah, shit. Okay, es war eine Falle und die haben ein Dreierschild, Leute. Die haben ein Dreierschild. Was wir jetzt machen müssen, ist natürlich erstmal pausieren. Und wir haben 10 Raketen. Also nicht lang schnacken, Kopf und Nacken. Sofort mit der Rakete auf deren Schildsystem. Und einfach nur... Weil es quasi umsonst ist, ballern wir jetzt mit dem Laser auch noch da drauf. Mal gucken, was passiert. Ich habe ein bisschen Angst. So, wir könnten aber, warte mal, wir können so lange Fischkopf abziehen ins Waffensystem. Und hoffen einfach mal, dass... Yeah! Okay, das war schon ganz okay. Fischkopf, gehen wir auch hier reparieren. Unsere Sauerstoffgeschichte ist am Arsch. So, schießen wir bitte nochmal auf das Schildsystem. Oh nein. Okay, wir können nicht abhauen. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so tragisch. Nochmal eine Rakete aufs Schildsystem. Und... Oh! Oh! Sie wollen aufgeben! 4 Raketen, ein Drohnenteil und 19 Kohle. So, pass mal auf.
Pass mal auf, jetzt gucken wir mal, was passiert. Obwohl, nee, ich will jetzt auch nicht so viel Ressourcen ausgeben. Komm, wir akzeptieren. Gib her den Shit und hau ab jetzt. Ach, die Herrschaften schießen doch mal auf uns, oder was? Arschsacksau. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal an, das war noch von vor dem Aufgeben, ja? Wir sind fast kaputt, Leute. Wir brauchen so dringend ein Laden. Ihr glaubt es kaum. Wir haben aber keinen Sprit. Und das ist ein riesen Problem. Riesen. Scheiße. Okay, Fischkopf. Dahin. Honey. Hierhin. Und, ja, kacke Arsch, ne? Kacke Arsch. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Oh, wir brauchen ja noch hier Energie für den Heilraum. Scheiße. Lass uns mal, auch wenn, ich weiß, wir müssten eigentlich Geld sparen, aber das kostet 25. Mit 20 können wir bis hierhin bestimmt heilen. Und, dann haben wir halt noch eine Chance. Guck mal, hier machen wir jetzt mal ein bisschen mehr Energie rein. Und wenn die uns angreifen, wobei, das machen wir erst, wenn wir es brauchen. Und dann machen wir jetzt die Energie so lange hier in das Ding rein. Dann können wir schneller springen und haben ein bisschen mehr Ausweichchance, wenn dann gleich nochmal ein Kampf kommt. So, ab geht's. Oh shit, wir sind glaube ich hier, ne? Wir sind hier und da kommen schon die Rebellen. Oh mein Gott. Wenn die uns einholen, sind wir voll am Arsch, Leute. Cabin Fever begins to spread among your crew. What? Die kriegen... Die werden krank oder was? Oder ist es einfach nur, ein Dings-Koller. Wie heißt das? Wie heißt das Koller? Lagerkoller. Heißt das so? Ich kenne mich nicht aus. Okay, wir springen. Also wir warten. Okay, beim nächsten Zug sind wir am Arsch. Produce, they hear you saying, you need some fuel? We prepare to talk. Okay, das könnte schon wieder eine Falle sein. Die fragen halt, ob wir Hilfe brauchen, wollen wieder andocken. Und ich glaube, es ist eine Falle, aber wir müssen es einfach probieren. Oh. Okay, cool. Die sind freundlich und sie geben uns 5 Sprit für 4 Raketen. Das müssen wir annehmen, weil genau hinter uns die fucking Rebellen sind. Okay, Sprung, soweit es geht. Es geht nicht wirklich weit. Wir sind, glaube ich, gleich in der Warning Zone. You detect and retrieve an escape pod floating nearby. You consider returning it to space when you learn it's Mantis. Was ist denn Jettison? Pry it open? Kann mal jemand ganz normales Englisch mit mir sprechen, bitte? Pry it open? Fry it open? Okay, ich versuche. You detect and retrieve an escape pod floating nearby. Ach so, das ist so ein Notausgangsschiff-Ding da. So wie C3PO und R2D2 benutzen bei Star Wars, wenn sie da abhauen auf den Wüstenplaneten. Es ist kein Lebewesen an Bord, Sir. Lasst es fliegen. Okay. Wir gucken rein. The Mantis inside is furious. He cuts the closest person in half with a single wipe. What? Kill it before anyone is it. Er hat schon wieder jemanden getötet. Das Viech hat sofort Honeyblumen getötet. Es lebt nur noch Fischkopf, verdammt! Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Ich bin alleine. Oh Gott. Und das Ding ist auch noch stärker. Das Ding ist auch noch... Wir hätten es einfach drin lassen sollen. Okay, das Coole an diesen Türen ist, sie lassen nicht nur kein Feuer durch, sondern auch keine Gegner. Das ist sehr, sehr gut. Sonst hätte ich hier echt ein Riesenproblem jetzt. Wir können mal hier wieder die Energie rausnehmen und da rein tun, dann heilt er schneller. So, zeig mal. Ja, ist nicht so besonders toll, aber, also ich meine, wir kriegen das jetzt hin. Aber fucking Honey ist tot. Wie sollen wir das Ding denn alleine schaukeln? Zu zweit geht's ja schon gar nicht mehr. Alter. Okay, was wir machen müssen ist... Oh, oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Das wär's fast gewesen, Leute. Komm schon, bam. Reparier das gleich mal. Okay, eigentlich müssten wir jetzt investieren in dieses Autopilot-Dingens. Ah, shit. Aber dann können wir uns nicht reparieren. Wenn wir uns nicht reparieren, dann sind wir hart am Arsch, Leute. Das bringt alles nix. Das bringt nix. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Laden finden. Oh, Mann, ey. Eigentlich GG, ne? Eigentlich GG. Oh, da ist ein Laden! Da ist ein Laden! Oh, danke! Danke! Und wir konnten ein bisschen abhauen aus der Warning Zone. Bla 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 bla. Laden.
Fix all oder... Oh mein Gott. Das können wir uns überhaupt nicht leisten. Nicht ansatzweise. Okay. Okay, wir haben etwas über die Hälfte. Und kein Geld für irgendwas. Ich weiß, wer hat denn dieses Spiel gemacht? Das ist doch viel zu schwer, Leute. Das ist doch viel zu schwer. Wir fliegen so weit wie möglich weg von den Rebellen. Ah, Mann, ey. Okay. You find a rebel automated scout floating near this beacon. Despite its pristine condition... Pristine? It appears to be deactivated. So, wir könnten... Also, es scheint so ein deaktiviertes Scout-Ding zu sein, was hier so rumfliegt. Und wir könnten jetzt versuchen, seine Daten runterzuladen. Oder wir riskieren einfach lieber nix. Und es wird das Ship for any use. Und wir könnten jetzt einfach nur durchsuchen nach Zeug. Und wenn, dann würden wir 21 Tacken finden. Und ich glaube, das ist im Moment das Beste, was wir machen können. Weil wenn wir das jetzt durchsuchen wollen, also nach Daten gucken wollen, dann gibt es, glaube ich, irgendwelche Sachen, die dann passieren können, die sehr, sehr ungut für uns sind. Deswegen Bam und Jump. Und, oh oh, das wird knapp. Oh nein, eine Sonne. Fuck. Oh shit, you received a message from a pirate ship. I'm glad you arrived. Our ship is damaged and we are getting desperate. I hope you don't mind if we take yours. What? Okay, die springen jetzt, also deren Schiff ist im Arsch und jetzt springen die auf unser Schiff, um das zu übernehmen. Und es sind drei Leute. Fucking, was soll denn der Quatsch? Und ich bin alleine. Und die machen das auch noch kaputt, Leute. Ihr braucht das doch noch. Kannst du mal bitte... Fischkorb, kannst du mal bitte... Wieso machen die denn das Schiff kaputt? Die wollen das doch überleben. Oh. Okay, wenn mich drei Leute jetzt angreifen, habe ich ein Riesenproblem. Können wir mal hier... Warte mal, ich habe eine Idee. Geil, ich mache hier einfach Sauerstoff weg. Komm schon, mach auf. Okay. Das ist unsere letzte Chance. Weil die können ja die Türen nicht aufmachen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, wir müssen hier alle Türen aufmachen. Komm schon. Töte sie! Fehlender Sauerstoff! Oh fuck, jetzt können sie die Türen aufmachen. Jetzt können sie einfach so Türen aufmachen. Ich bin am Arsch! Okay, vielleicht können wir es noch schaffen. Die sind ziemlich low. Nein! Okay, warte. Das Sauerstoffding ist alle. Okay, ich muss es reparieren. Ich muss es jetzt reparieren, damit ich überlebe und die werden sterben, weil kein Sauerstoff mehr da ist. Hoffentlich. Oh nein, ich sterbe! Nein! Fuck! Oh mein Gott. Aber echt cool. Also echt spannend. Jetzt gerade gegen Ende nochmal über den Typen, die da rübergekommen sind. Es hätte man schaffen können. Man hätte es schaffen können, wenn man vielleicht schlauer gewesen wäre. Ich hätte vielleicht mal auf Pause drücken sollen. Und dann hätte ich ganz in Ruhe, hätte ich rausgefunden, ich muss einfach nur nach ganz vorne laufen und alle Türen aufmachen. Bis auf die zum Cockpit. Und dann hätten die das nämlich sehr, sehr schwer gehabt und wären wahrscheinlich alle einfach erstickt. Ach, Mann, ich Vollhorst. Und dafür sind auch die Türen wahnsinnig gut. Ich muss mir das merken. Diese Türen sind wahnsinnig gut genau dafür. Weil dann Leute nicht einfach so durchkommen können zu dir und dann können sie ja nämlich ersticken. Das ist nämlich sonst ein Problem, weil sonst machst du da die Fenster auf und dann kommen sie einfach zu dir in den Raum rein. Mit anderen Türen geht das nicht einfach so. Naja, gut. Abgefahrene erste Runde FTL, Leute. Ich habe gelesen, viele Leute von euch mögen das. Ich würde es auch wahrscheinlich noch ein bisschen Let's Playen, aber nicht sehr regelmäßig. Also ich werde es jetzt nicht jeden Tag bringen, Leute. Da müsst ihr bitte Verständnis zeigen. Aber es gibt halt auch andere Spiele, die ich gerne machen würde. Und da kann ich nicht jetzt jeden Tag FTL machen. Ich glaube, das macht dann auch nicht so viel Spaß, wenn man es jeden Tag spielt. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in einer der nächsten Folgen. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.